Hinter euch, nicht auf der Bahn, nicht auf der Bahn, was ist denn mit euch? Ich stehe hinter euch hier auf der Tatarbahn. Die ganzen Idioten da. Stellt euch bitte hier in Reihe. Hä, wo hast du das Auto? Ja, Das ist Shiva, die ist neu hier. Also die ist seit gestern. Ja, die ist seit gestern bei uns. So, sind alle bereit? Okay, jetzt geht's los. Also folgendermaßen. Alle anderen einmal von der Bahn runter. Folgendermaßen läuft's. Ihr dürft, wie gesagt, schlagen. Ihr dürft auch währenddessen natürlich versuchen, Verbandskasten zu nehmen. Ist kein Problem, das dürft ihr. Ist euch erlaubt. Wenn ihr liegt, wir haben Mediziner an der Strecke. Die können natürlich nicht alle gleichzeitig aufheben. Die sind aber auch dann unterwegs. Ja? Das heißt, die werden dann eventuell auch verarztet vor Ort, sodass sie dann auch weiterlaufen können. Ja? Eventuell. Wie gesagt, sollten wir jemanden der Schlagstock etc. pp. benutzen. Oder die Schlagring, Alter. Ja? Wir machen zwei Runden. Schönes Fleischermesser. Ja? Ihr Ziel ist auch genau wieder hier an der Stange. Auf los fangen wir an. Ich gebe das Startzeichen. Los. Wenn alle bereit sind. Jetzt müssen wir uns einmal hinstellen, los. So, kommt. Was hast du nach hinten? Los! An der Stange. Oh, der kann das dauern jetzt schon wieder. So, auf die Plätze. Gut, fertig. Los! Wie Affe. Wie Affe. Oh Mann. Okay. Wann liegt der erste, ey? Ah, das ist ein richtig großes Runde. Tolles Autorennen, oder? Das ist mega lang, die Runde. Die laufen zwei Runden. Ey, das halte ich nie im Leben aus. Ich hab keinen Ausdauer. Bruder, ich komme mit meiner Ausdauer nicht hinterher, Alter. Warum hört man nicht einfach nur einen? Digga, ich fall da nach 5 Metern um. Blau Andy. Ja, was geht? Einer hat getippt. Es gibt irgendwie so ein Rennen. Ja, springen ist langsamer. Ja, aber zu oft bei McDonalds. Du Helmut, der rennt gerade unser Leben. Ja, warte. Das Lustige ist, bei mir sind alle Kaios. Jo. Werden das muss geil aussehen. Da bist du ja. Ja, jetzt bin ich wieder. Oh, was ist das für ein Scheiß? Die laufen ja alle zu Fuß. Ich dachte, gibt ein Rennen. Ja, zu Fuß. Wow. Ja, schau, da hinten laufen sie. Oh, da kommen wir da an. Wie Butter die Hühner. Geiles drei Rennen. Drei. Und die dürfen sich wohl auch schlagen. Das macht der eine da. So rennt einfach quer übers Feld. Guck mal, wie weit der eine hinkommt, Alter. Da hinten liegt schon einer. So, die nächsten 20 einmal zu mir, bitte. Hinter euch. Willst du da mitlaufen? Hinter euch, nicht auf der Bahn, nicht auf der Bahn, was ist denn mit euch? Ich stehe hinter euch hier, auf der Tatarbahn. Die ganzen Idioten da. Stellt euch bitte hier in Reihe. Wisst ihr nicht, was eine Reihe ist, oder was ist los mit euch? Macht einmal eine Reihe, komm, das macht es doch einiges einfacher. An die Dingens hier, die ist auch bei uns. So, stellt euch hin, ich fange jetzt hier an. Hallo. Mit dem Herrn. Hi. Hallo, hast du eine Maske? Kannst du sie vielleicht an- und ausziehen? Boah, Leute, meinst du mich? Jungs, also, ich hab keine Maske, nicht. Herr Fischer, also, stellen Sie sich einmal wieso? Bitte gleich. Weil du bist bei mir ein. An den Kelly da hinten? Ja, an den Kelly da. Das reicht doch. Ihr brauchst so einen Powernap. Genau, wo sind nee, wir jetzt? Nee, bei mir hat das geholfen, als eine zum Beispiel Maske an- und ausgezogen hat. Hi, genau. Erstmal. Ah, das ist noch der ein Herr, den ich jetzt durchsucht habe, einmal vergessen. Hallo, Markus. Hallo. Jetzt schaut er bei mir auch mal aus. Markus, warst du immer schon so weiß? Keine Ahnung, was ich machen soll. Nee, der ist braun. Der Herr jetzt einmal zum Caddy. Ich habe schon Powernap gemacht, was bei mir auch vorhin völlig falsch war. Habe ich auch schon die ganze Zeit gemacht. Ja, kannst du machen, genau. Ja, schon zweimal, ne? Jungs und Mädels. Die müssen hier Bauen. Was war denn da gerade los? Ich hatte gerade Kopfschmerzen. Was war ja, die laufen. Die laufen da wie die Hühner. Achso, muss ich noch sagen. Was ist gerade passiert? Also, was wurde besprochen? Der fährt hier rum. Weiß ich nicht. Man darf sich hauen, man darf keine Waffe mitnehmen. Was ist jetzt das für ein Event überhaupt? Man darf einen Verbandskasten mitnehmen. Ein Hühnerrennen, siehst du doch. Genau. Achso. Ja. Keine Autos, sondern Rennen zu Fuß. Gott, ich zieh ab. Ja, das ist total dämlich. So bin ich nicht, ey. Ja. Ja, ja. Malte macht da mit, natürlich. Klar, sonst. Malte macht sowieso damit, hat er gesagt. Vielleicht kriegt er ja einen Sportwagen, hat er gesagt. Wow.
Hey Ben, alles klar. Ja, ich bin neben dir. Ah, okay, hi. Oh, jetzt hörst du bei mir normal aus. Wie geht's, ja? Hi Bruder, gut und dir? Alles klar, Mann. Alter, wo ist dein Bart hin? Wie, mein Bart? Der ist noch da, Digga, was redest du? Wo ist dein Bart? Ich hab aber übelst viele Stimmen hier gerade. Keine Ahnung. Rasiert das Gesicht wie ein Babypopo. Nee, ist mein Schnurrbart weg. Ich weiß nicht, bei mir schon. Guck mal, da prügelt es sich. Du solltest mal vielleicht zum Optiker gehen. Ja. Guck mal, da prügeln sie sich. Der Kopf hat auch. Hier, Mann, was ist? Jetzt kommen die anderen und packen sie noch zu und blockieren die. Ist das ein Mediziner? Ach, mies. Da wegschicken. Nee, das war ein Kopf. Doch, da auf dem Kopf. Jetzt kommt. Oh Gott. Ist das Diego? Da hat die Polizei noch was machen, weißt du, wenn sie sich da rumbunzen. Wer hat der Maske auf? Ich hab keine auf. Nee, ich mein sie. Du hast immer noch eine Maske auf? Nee, jetzt nicht. Nee, nicht mehr. Zieh sie mal wieder auf und an. Ab. Hab ich schon. Okay, dann bin ich einfach blöd. Ja, dann bist du blöd. Vielleicht muss ich mal zum Tätowierer dann oder so noch. Nee, bei ist mir ein, ist Randy, aus. Kann man ich mal normal aus. Zwischen zwei Augen, vier Augen reden? Ich wurde aus der Reihe rausgeschmissen, weil ich Spacke weg, mich wegschieben muss und dann darf ich nicht rein. Ja, mach da nicht mit, Alter. Eigentlich wollte ich mitmachen, aber es sind ja wieder Vollidioten rum, die wir alle wegschubsen müssen. Bitte schreit mal nicht so rum. Und wie heißt du jetzt eigentlich? Ich bin Julie, hallo. Julie, hi, ich bin Shiva. Nett, dich kennenzulernen. Ja, freut mich auch. Ja, ich bin eigentlich schon... Nee, mir geht's nicht... Also, ich war nicht krank unbedingt, aber es war europabedingt alles und... Okay. Krank ist Alyssa, soweit ich mitbekommen habe. Ah, okay. Oh, Gun, die Gun. Mhm. War heute früher auch noch da. Fährt da gerade wirklich ein Rubble durch, oder was ist es? Digga, was ist das? Der sammelt die Idioten auf, die nicht mehr weiterlaufen können. Ja, moin. Wenn's nicht. Da auch hinten noch der steht mitmachen da hinten. Wenn ich geh mal da hin, vielleicht darf ich dann mitmachen. Also, da fährt ein Caddy unsichtbar. Der fährt ohne, ja, genau. Ja. Geil. Ich würde sagen, da ist ein Gott. Ja, ich glaube auch. Und komm nicht mit, und lass es lieber, das mit der Polizisten allergie. Ich habe keinen Bock auf Stress oder so. Okay. Das Dumme ist, ich kann jetzt eh nicht in mein Auto laufen, weil ich auf der anderen Seite in der Mitte reinlaufen muss dann. Aber mein Fahrzeug genau vor mir steht, da vorne auf dem Parkplatz. So, alles klar. Gelaufen, ne? Ja, wäre ja doof, wenn jetzt weil ich da die Polizeikontrolle umgegangen habe damit. Muss da hin? Weil da vorne war eine Polizeikontrolle. Ich bin einfach da gekommen. Na moin, bei mir war keine Polizeikontrolle. Ja, da vorne stehen die Polizeiautos halt und da sind die halt alle kontrolliert. Wunderschön. Jemand rein durchstürzt. Nochmal 4-5 Meter nach hinten, so dass wir. Guten Morgen, Randy. Hallo. Nach vorne kriegen, ne? Alle nochmal 5 Meter nach hinten. Alter, die Cyborgs, ich will auch so ein Ding. Was, ne? Guten Morgen. Will auch so rumfliegen. Guten Morgen, ja. Guck mal auf die Uhr. Guten Morgen. Also, guten Morgen ist ein bisschen zu spät, ja. Guten Morgen, ja. ich bin gleich am Parkplatz oben, falls du nichts zu tun hast. Ja, so. Ihr beiden geht schon mal vor. Gerade Dings da, Dings. Shiva. Ich hab mich schon vorgestellt, alles gut. Okay, ja. Perfekt. Ich muss jetzt einmal hoch zum Parkplatz, weil da wartet jemand auf mich. Wegen morgen Abend. Ja, du kannst mich mitnehmen kurz. Shiva, bist du im Funk? Hallo Pinky, ich hab Durchfall. Sollte ich nicht sein? Randy. Warte mal, Hat das morgen Abend was mit uns zu tun? Gehen wir jetzt da hin oder wie? Es geht nur um Midnight. Okay, passt. Ja, da ist was geplant, da helfe ich halt nur aus. Okay, passt. So, ich will auch so ein Düsenjet-Ding. Wir sehen uns später, Jungs und Mädels. Viel Spaß euch noch hier. Warte mal, du fährst zum Parkplatz? Ich fahre jetzt hoch zum Parkplatz, ja. Kannst du mich da auch mitnehmen? Ich kann auch mitkommen. Ich kann wir haben leider nur einen Zweisitzer. Ach so, okay. Ich habe einen Zweisitzer. Soll ich dich mitnehmen? Ja, irgendjemand, egal. Dann müssen wir aber über die Bahn leider laufen. Hier ist langweilig. Naja, dann zieht sich. Okay, ciao. Wir sehen uns. Tschüss. Einfach rüberrennen. Wir müssen da lang. Okay. Einfach rüberrennen. Ich sehe den eh nicht. Ja, also wir müssen rennen. Okay. Einfach drüber rennen. Gewonnen, 250.000. Natürlich. Das ist ein FIB, oder?
Mhm. Was? Gut, dass gerade alle Cops fast bei dem Event dabei sind, also können wir hier durchschlafen. Ich glaube, ich habe doch Polizei in mir gehabt. Oh. Werde ich ja gleich merken. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Ciao. Wir sehen uns. Das ist halt keiner da. Naja, zumindest meine Leute sind da. So, jetzt muss ich erst kurz nachdenken, wo das war. Warte mal. Jetzt bin ich so rum. Natürlich, Kevin ist Millionär. Hey. Also das ist Shiva. Die ist neu hier. Also die ist seit Shiva, Shiva. Ja, die ist seit gestern bei uns. Boah, nee, wie ist das? Schon gewusst, ich auch. Hallo. Wer hat mir gerade Geld gegeben? Warte. Ja, irgendwas schickt mir auch die ganze... Warum? Mach das nicht, ich will das nicht. Voll gut, du hast dann 315 Dollar verdient. Nee, 325. Ich hab fast 1000 Dollar zusammen. Warum? Boah, ich wenigstens keine 3 Runden Rasen mehr fahren. 960. Das ist Business. Wir verdienen Geld, indem wir stehen. Nice. So, das steht jetzt den ganzen Tag nur noch Kevin und heute Abend bin ich Millionär. Wir kochen. Und wieso 31? Was ist das für eine Warum Summe? Warum steht dieses Auto so komisch und Weil schräg? Weil du eine 31erin bist. Jetzt bin ich 31, 32, 33. Ja. 34. Hä, als ob das Kevin ist. Kannst du mir nicht sagen. Ja, Kevin hat doch gesagt, er soll es ein Dammbüdchen sein. Wer hat denn Bötchen Geld? Ich hab kein Geld. Ich hab kein Geld. Das Ding ist, ihr habt mir beide irgendwie irgendwer muss mir noch dazu Geld geschickt haben, weil das ist einfach so schnell gegangen ist. Das ist Kevin. Gleich, Lenny. Ich weiß nicht. Okay, hör auf, ich geh schnell weg, ey. Das zeig ich jetzt. Bin gleich wieder da. Hallo, Shiva. Hallo, Dennis. Ich bin mit einem Auto gegen Haus gefahren, musste Krankenhaus 3 kommen und so. Hast du einen Viersitzer? Gerade bin ich im Zweisitzer unterwegs, aber ich könnte theoretisch einen Viersitzer besorgen. Wieso? Ich muss abgeholt werden. Ach, du musst abgeholt werden? Kommt kein Krankenwagen, oder wie? Nee, doch, ich bin ja schon beim Krankenhaus, aber jetzt habe ich kein Auto hier. Also du brauchst jemanden, der dich vom Krankenhaus abholt. Ja. Aber wieso brauchst du dann einen Viersitzer? Ja, muss einen anderen Kollegen abholen, aber sonst würde ich halt ein anderes Auto holen. Also es geht schneller, wenn ich dich schnell mit dem Zweisitzer abhole. Es dauert länger, wenn ich jetzt einen Viersitzer hole. Gut, dann hol mich mit einem Zweisitzer ab. Bei welchem Krankenhaus bist du denn? Krankenhaus 3. Krankenhaus 3, okay, ich bin gleich da. Soll ich fahren? Ja, gut, bis gleich. Ja, bis gleich. Nee. Muss kurz weg, muss einen vom Krankenhaus abholen. Okay, viel bis Spaß. Dann. Auch mal ein peinlichster Moment in meinem Leben. Stimmen verwechselt, Lel. Ja, der wird jetzt aber schauen, mit was für einem Auto ich da ankomme, ha? Oha, wo hast du das Auto her? Ja. Wo musst du jetzt hin? Hä, wo hast du das Auto? Zum Anwesen. Ist der Magnus heute gar nicht da? Dann nochmal links. Nee, der war heute am Gefängnisausbruch machen. Haben sie ihn geschnappt? Dann haben wir verkackt. Und jetzt rechts. Ja, wir haben wurden alle geschnappt. Gestern meinte er jetzt noch. Das rechts. Oh, da steht sogar noch. Okay, das ist es, das rechts. Okay, dann danke. Ja, was ist dir denn passiert? Ja, also bei Magnus hatten wir Probleme mit dem, weil wir dachten, er hat uns verraten. Aber gestern haben wir Gefängnisausbruch wollten machen, haben das aber nicht gemacht. Und heute war unser OG im Gefängnis, deswegen wollten wir wieder Gefängnisausbruch machen, okay. Aber haben das wieder nicht geschafft. Ja gut, schönen okay. Abend dir ja, auch. Dir auch, ciao. Shiva. Hey. Bei ihr darfst du nicht Dame sagen, es ist eine Frau. Eine Dame? Na, hat schon jemand verstanden. Auf jeden aber Fall. Aber hey, die Frau würde ich auch komisch finden, wenn das auf einmal einer sagt. Also so wie die anderen weißt du, wenn ich da zu Fuß gehe und dann hält auf einmal einer rechts an und meint, na die Frau?
Ja, jetzt nicht so. Ich melde mich gleich. What? Au! Aua. Deswegen musst du nicht so brüllen. Ja, ouch. Nico, warst du das gerade? War das laut? Nein, ja, das war laut. Nein, das war leise. Vielleicht. Alter. Kannst du zu Shiva, kannst du Holashika sagen, ne? So ist nicht. So ist es jetzt besser? Ein bisschen. Ich ignoriere das jetzt, sonst muss ich dich schlagen. Ich mach das einfach so, dann ist das besser hier mit Stimmbändern und so. Okay. Aber du hast irgendwie Wasserrauschen in deine Stimmen, ne? Ach, Meeresrauschen. Was? Ja. Meeresrauschen. Ich verstehe nicht warum. Möchtest du im Urlaub fahren? Ja, auf jeden Fall nicht schon wieder. Ab auf die Meeresküste, los. Wusch. Surfen gehen. Wusch. Ja, da muss er da hinter dich ein bisschen verbessern, da dem Meeresrauschen. Warte mal, ich bin da kurz mal in meinen Kopf, Kaffee-Kopf-Einstellungen. Wow. Einfach nur sagen Kopf, reicht schon. Das ist schon manchmal cool, in seinem Kopf zu sein. Es ist voll so ein befreiendes Gefühl. Jo, oder? Voll die geilen Gedanken. Was hat man? Kann einer kurz helfen kommen? Wegen? Wegen? Ich muss was aus meinem Kofferraum verfrachten, aber der Rucksack ist schon voll. Du es dann vielleicht kurz wegwerfen könntest. Ja, so, hört sich das jetzt besser an? Oder halt selber essen, ja, wie ihr viel wollt. Besser. Perfekt. Ich nicht alles auf einmal essen. Wow, ich hab Wodka bekommen, ey. Ich kann bis der Hamburger her? Für heute Abend. Oh. Wieso habe ich einen Hamburger? Ja, Leandro. Cool, ich hab einen Hamburger. Ist doch ein Hamburger. Der musst aber bei der Pferdebahn hin, ne? Bei Runden rumlaufen. Ich hab ja immer noch die Scheißmilch. Ich hab Wodka bekommen. Oh, viel Spaß damit. Alles klar. Sollte, wenn nicht, guckst du mal einfach kurz auf den Laptop. Ich weiß. So, jetzt sollte es endlich gut sein. Ja, na endlich. Oh, kein Meeresrauschen mehr. Ah, so. Hey, Raiden! Versteht man mich jetzt auch laut und deutlich? Ich hab vom Mittler einen Knapp. Ja, ich hör dich gut. Ich hab vom Mittler einen Bruder Wodka bekommen. Auf Ehre. Für den Freitag. Ich hab das Zeug rausgeholt, hab den LKW jetzt nochmal aufgetankt, da ich vergessen hab noch zu tanken. Oh, ich hätte mal den Super auch auftanken sollen, der hatte nur noch 2 Liter, wo ich den jetzt verkauft hab. Ein bisschen übersteuert, klingt wie ein Wasserrohrbruch im Arbeitszimmer. Ist das eigentlich relevant? Schade, dass ich das nicht sowas, ich arbeite so als normalen Job, oder ist das eher irrelevant bei euch? Was machst du für einen Job? Meistermakler. Meistermakler, das ist gut. Okay, gut. Das weil die meisten sind Meistermechaniker? Ja, Mechaniker, ich weiß nicht, das ist irgendwie langweilig gewesen. Ja, brauchen wir halt für unseren Club. Für Raiden's Group. Mhm. Wisst ihr zufällig, ob es in der Weinwood-Nähe irgendwo eine Lagerhalle noch frei gibt? Die suche ich selber schon seit 2 Monaten. Okay, gut. Ja. Da ist eindeutig keine frei. Also zumindest keine, die ich kenne. Also in der Wood-Nähe kannst du vergessen. Ja, nee, nicht für mich, weil mich einer angeschrieben hat. So. Dass er eine braucht. Ja, aber kannst du schon vormerken, in der Wood-Nähe kriegst du keinen Lager. Entweder ihr sucht oder kauft sich einfach eine 500.000. Oder so. Was ich machen wollte, aber das ist mir dann noch ein bisschen zu viel. Ist das deiner? Was? Ist das deiner? Von meiner Schwester. Wow. Krieg Autoschlüssel. Nein, Spaß. Alles ja. Ist das Alices Artura? Artura? Autarch. Autarch, genau, so heißt das Ding. Das ist ihre. Ja, dann bin ich auch schon gefahren. Mir gehört der Isalier, der hier gerade eben stand. Mir gehört das schwule, hässliche Ding da. Kommt auch. Der Mazda? Ja. MX-5. Nee, das ist ein Mazda Miata. Aber den kannst du, sag ich mal, auch gut tun. Also das wird nicht, ne? Wenn irgendwann mal die Mechaniker wieder Tuning Freigaben haben. Ja, aber nicht von der Geschwindigkeit her. Motor-Tuning kommt auch noch. Das Ding fährt jetzt zu dem Zeitpunkt langsamer als ein Burrito. Gesagt, Motor-Tuning kommt noch. Ja, ich hoffe. Ja, der fährt aber Kilo 150, der fährt aber seine 200. Oder 220, je nachdem. Also jetzt, was ich jetzt ausgefahren habe, ohne irgendwas, fährt der 160, 170.
Maximal. Guck mal, Shiva, hat der irgendwie Zuckungen? Nee, wieso? Ja. Aber was hat die gemacht? Nein. Oh. Bei dir vielleicht. Oha. So, Nico, glaubst du, du kriegst das mit deinen 12.000 hin? Ja, das auf jeden Fall irgendwie. Gott, wie Weihnachtsmann angehört. Mach ein paar Touren Westen und dann verkauf die einfach, die Zerbe. Ja, wie gesagt, ich komme nicht durch die Grenze durch. Welche Grenze? Hä? Westen ist keine Grenze. Dorn ist die Grenze. Es gibt ja drei Grenzen. Ja, warum kommst du nicht durch? Und wenn ich in den nördlichen Teil will, muss ich ja durch eine der Grenzen fahren. Ja, im Westen ist offen, wie du siehst. Ja, aber da steht halt in die Army. Ja, und dann musst du dich kontrollieren lassen. Ja, genau, aber wenn ich mich kontrollieren lasse, bin ich im Knast. Warum? Wieso das? Ja, weil ich keinen Führerschein hab. Weil die Spaß mir den abgenommen hat. Wow. Ja, gut, ne, das ist. Ja, eben. Ja, gut, das muss man erstmal schaffen. Führerschein. Scheiße. Ja, ich hab. Muss dich kontrollieren lassen. Ich bin neu auf die Insel gekommen. Ja, aber. Also nicht neu, wieder frisch. Weißt schon, was wir für eine Truppe sind? Ohne Führerschein geht da nichts. Ja, ich weiß, klar. Aber mir fehlt gerade dazu das Geld, den Führerschein. Also ich kann den Führerschein machen, ne? Ja, aber kein Geld, ich laufe hier immer noch gerade. Also für Kevlar brauchst du kein Geld, du kannst das Kevlar direkt verkaufen. Also das ist nicht das Ding. Ja. Die nehmen auch Kevlar an, du musst nicht dann 3.000 für die Westen reinschicken, das musst du nicht direkt machen. Wenn du kein Geld hast, kannst du Kevlar verkaufen und dann kannst du irgendwas damit anfangen, wenn du willst. Okay. Gut, für so ein. Ich habe vorhin fast für einen ganzen LKW fast über 8 Hütten rumgesessen. Mhm. Ja, Much. Aber ja, dafür lohnt sich. Ja, ich habe alle Führerscheine bis auf Flugschein AB und halt den Autoführerschein jetzt. Ich kann ja mit dem Boot rauffahren. Führerschein habe ich sogar nicht. Weil ich eh nicht mit dem Boot fahren werde. Wahrscheinlich, dass man als einem Boot kontrolliert wird, wenn man. Ja, glaube ich nicht, dass man mit einem Boot kontrolliert wird. Oh doch. Kann passieren. War unwahrscheinlich. Es bringt nur eins, halt sich für jeden Tag einen Cargobob zu mieten. Ja, ein Cargobob ist auch nicht so, ist eigentlich sinnlos, weil das hilft auch ein LKW. Ein LKW hat genau das gleiche Platz wie so ein fast ein Cargobob. Ein Cargobob verbraucht viel mehr Sprit. Also, Powner verbraucht auch sehr viel rein. Da steckst du halt schon was rein. Den Sprit und alles in den ganzen Benzin. Ding erstmal zu handeln. Ja. Dann bist du noch nie Pounder gefahren, oder? Ja, ich fahre LKW. Ja, hallo Shiva. Wie lange hat er denn eigentlich bekommen, der Magnus? Ja, weiß ich nicht. Aber er ist, glaube ich, jetzt schon wieder draußen. Ach, er ist schon wieder draußen? Ja, aber er schläft, glaube ich, jetzt draußen. Okay, ja, ich wollte nur wissen, wie lange er bekommen hat. Ob ihr es nochmal probieren wolltet, ihn irgendwie rauszuhauen oder so. Ja, das machen wir nicht, glaube ich. Okay. Ach, Mann. Was denn? Ah! Okay, alles gut. Was ist passiert? Scheiß Auto, bleibt auf der Straße. Fährst du jetzt mit Auto oder bist du gerade zu Fuß? Nee, ich bin jetzt mit dem Auto. Ah, okay. Hast du jetzt irgendwie noch Stress oder ist jetzt wieder ruhig? Wir waren gerade bei Lost im Sea, weil die haben anscheinend Probleme gemacht oder so. Haben es aber jetzt geregelt erstmal. Okay. Ja, gut, dann meld dich, wenn irgendwas ist, wenn du was weißt oder so. Von Magnus. Ja, gut. Okay. Bis später. Ja, ciao. Ja, wer hat denn da was erzählt, wenn er sich noch einen zweiten LKW holen will für ein Business? Hä? Oh, weiß ich nicht. Also ich nicht. Wir haben jetzt 4 Stück. Ja. Boris ist auch erstmal genug. Sind Meeresteufel lukrativ oder nicht? Ne. Also meiner Meinung nach nein. Ich mach die. Ja gut, aber ich habe jetzt noch keinen Keller, das ich ausgebaut habe. Also. Mir ist halt nur ein Keller wichtig, wo man Westen herstellen kann, ne? Ja, da wollte ich eigentlich bei Bix letztes Mal machen, aber leider hat Bix ja wieder mal seinen Keller nicht ausgebaut. Er hat sich von mir Holz geschnurrt, als ob er noch kein Zement gemacht hat. Könnte Bix da alles geben, ich hätte alles noch da. Das nächste, was es jetzt ist, was ich mache, sind Waffenteile herstellen. Könnte sogar. Ich schätze mal, dass ich die verkaufen werde. Weil du kriegst pro Waffenteil 12.000, ne? Ist schon ein Batzen Geld. 12.000?
So, wie ich es mir umgehört habe, Waffenteile 12.000, ja. Aber wenn Jason kommt, kann ich immer noch mal fragen. Okay. Hätte eigentlich ein Big zu warten. Und Westen, bei da wo ich jetzt vorher drin war, bei Steeder, ne? Mhm. Dann Kevlar 1800. Klärt mich auf, was ist Kevlar? Ist ein Stoff, was du zu Westen machst.